Funkelblitz, denke und finde? Ja, sie weiß, wo Leute stecken. Nur durch intensives Denken. Aber das funktioniert doch nur in Comics. Hm? Meine Katzenohren schnappen was auf. Ich höre Romeo lachen. Gut gemacht, mein Metallroboter. Die Pyjama-Helden. Du glitschige Schlange, du! Warum ruinierst du alle unsere Bücher? Lesen macht Spaß! Finde ich nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ich sehe mir viel lieber Bilder von mir an. Was? Du musst nur lesen, was dir Spaß macht, wie mein Funkelblitzbuch. Auf keinen Fall! Serviere diese Clowns ab, Roboter! Romeo hat alle Bücher geklaut! Ich stoppe ihn mit einem Funkelblitz. Kick und zack! Jetzt hast du dich selbst weggekickt, Eulette. Was ist so schlecht an deinen super tollen Moves? Die sind in Ordnung, aber ein Blitzflip würde Romeo total überraschen. Eines Tages schaffe ich ihn. Okay, finden wir raus, was Romeo als nächstes vorhat. Wo gibt es viele Bücher? In der Stadtbibliothek. Ringelndes Reptil. Da sind einige der wertvollsten Bücher der Welt. Wir müssen ihn aufhalten. Eulette! Komm schon. Romeo könnte sonst aus der Bibliothek auch alle Funkelblitzbücher stehlen. Gut gemacht, mein Metallmann. Bald wird in der ganzen Stadt jedes Buch von mir handeln. Du bist bisher eine meiner besten Erfindungen. Danke, Meister. Ich liebe euch, Romeo. Romeo ist ein Genie. Letzte Etappe, die Bibliothek. Okay. Katzenohr. Ja, ich verwette meinen neuen Leben darauf, dass Luna Girl in der Nähe ist. Eulenaugen. Da ist sie. Ich habe sie zuerst gesehen, also gewonnen. Ich habe sie zuerst gehört, ich gewinne. Wie gar keine Geckos seid ihr. Ihr habt sie beide gefunden. Einigt euch auf Gleichstand. Kein Gleichstand, wir machen einen Wettlauf. Und zwar, wer zuerst oben auf dem Dach ist, gewinnt. Sollen wir jetzt echt einen Wettlauf veranstalten? Gecko hat recht, außerdem ist es sinnlos. Bei meinem Superkatzentempo gewinne ich kinderleicht. Niemals, Catboy. Mit meinen Super-Eulenflügeln bin ich schneller. Ich besiege dich leicht. Was? Das glaube ich nicht. Ihr werdet schon sehen, wie ich nochmal gewinne. Super-Katzen-Tempo! Wie ein eleganter Panther springt Catboy in großen Sätzen aufs Dach und schlägt Eulette um ein Katzenschnurrhaar. Gar nicht, ich war zuerst oben. Was träumst du? Ist doch egal, wer gewonnen hat. Wir müssen herausfinden, was Luna Girl vorhat. Psch. Runter! Luna Girl hat die Pfeife. Morten, in zwei Gruppen. Achtung, fertig. Los, Morten, formiert euch. Viel schneller, ich will hier keine Verlierer sehen. Ha, alle Spielsachen aus dem Spielzeugladen gehören bald mir. Also los, das Team, das die meisten Spielsachen holt, gewinnt. Zuerst Team 1. Hervorragend, meine flatternden Diebe. Schlitternde Schlange. Bald hat dieser Schurke nichts mehr zu lachen. Katzenohr. Ich höre etwas. In die Richtung. Stimmen kenne ich doch. Noch wisst ihr es nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nacht-Ninja. Seine Ninjalinos haben all die Sportgeräte.
Ja, hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nacht-Ninja. Die brauchen die Tag-Kinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninja-Linos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Klingelndes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Aufhören! Au! Wow, die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt. Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Ich finde nichts. Keinerlei Hinweise. Moment, Katzenohren. Keine Ahnung, was das ist. Lass uns nachsehen. Schlitternde Schlange. Dieser Supernießer ist wirklich heftig. Super Gecko Muskeln. Wer hat die Laterne verbogen? Halte deine Eulenaugen offen. Könnte ein Schurke sein. Wir dachten, du wärst ein Schurke. Ich wollte euch nur sagen, dass Luna Girl auf dem Weg zur Schule ist. Warum hast du nicht den PJ-Kommunikator benutzt? Naja, ich dachte, ihr braucht vielleicht meine Hilfe. Du wirst deinen Supernießer nie los, wenn du nicht drinnen bleibst. Ich... Alles klar. Ich gehe zurück. Gut, und wir machen uns auf den Weg zur Schule. Warne uns, wenn du etwas siehst. Das heißt, Luna Girl ist in der Nähe. Sie ist direkt vor der Tür. Das sollte ich den anderen sagen. Aber wenn ich ihr folge, kann ich vielleicht sehen, was sie im Schilde führt. Das ist eine viel bessere Idee. Hey! Jetzt nichts wie hinterher. Sie führt mich direkt zu Luna Girl. Warte auf mich, Mottenkugel! Katzenohren! Ich höre etwas. Da unten. Motten, das ist Luna Girl. Und die Motten führen uns zu ihr. Hä? Was ist das? Das sieht aus wie ein unechter Mond. Lande auf dem unteren Dach, dann können wir uns anschleichen und uns das ansehen. Kuscheltier? Was ist das für ein Schrott? Was hat sie gegen Katzen? Ihr Motten seid nutzlos. Nichts, was ihr findet, ist gut genug für mein Mondlager. Mondlager? Ich hab euch doch gesagt, ich will nur die schönsten und tollsten Sachen. Dann muss ich es wohl selbst machen. Mondbord! Schnell, PJ Masks, hinterher! Sie sucht wohl was Besseres als eine Kuschelkatze. Hey, ich mag diese Katze. Wo würde sie denn die schönsten Dinge finden können? Eulenaugen.
Flatternde Federn, sie ist bei mir zu Hause. Oh nein, meine Verschenkeule. Diese Mondstatue ist perfekt. Warum habt ihr mir die nicht mitgebracht? Wenn sie mir gehört, dann bringe ich all den anderen Schrott wieder zurück. Nehmen wir den Katzenflitzer. Er ist am schnellsten. Wir holen dir deine Stimme zurück, Gecko. Katzenohren. Da lang. Da ist Romeos Labor und das Gerät, das deine Stimme geklaut hat, Gecko. Schleichen wir uns von hinten an. Cool, Romeo hat keine Ahnung, dass wir hier sind. Hey, schöner Kerl. Das ist unsere Chance. Klettere mit deinem super Eidechsengriff die Wand runter und schleich dich ans Labor rein. Das ist bisher unser einfachster Einsatz. Nur noch einen Sprung. Hol dir deine Stimme. Mach endlich! Ha? Die Pyjama-Plagegeister. Und schon bin ich weg. Gecko! Oh, alles okay. Aber warum hast du den Kasten stehen lassen? Er war vor deiner Nase. Das macht nichts. Dann eben nächstes Mal. Warum hat Romeo überhaupt deine Stimme geklaut? PJ Masks! Gecko! Du hast deine Stimme wieder! Miezekätchen und Spatzenhirn, ihr seid nicht besonders schlau. Hey! Das ist nicht sehr nett. Du bist mein Held! Romeo! Oh nein! Gecko hat seine Stimme nicht zurück. Romeo hat sie. Und er benutzt sie auch noch. Zum Katzenflitzer. Wir haben den Bus verloren. Ich glaube, der Katzenflitzer wäre schneller gewesen, um ihn einzuholen. Und wenn wir mit dem Eulengleiter geflogen wären, hätten wir gesehen, wohin er fährt. Katzenohr. Eulenaugen. Schlitternde Schlange. Ich muss doch irgendetwas tun können. Da bewegt sich was ganz schnell in Richtung Marktplatz. Ich verfolge es. Warte, Gecko. Eulette, flieg Gecko hinterher. Ich hole euch mit meinem Superkatzentempo ein. Super Gecko Mobil Tano. Ninja. Hey! Aha, der kleinste Pyjama-Plagegeist. Du darfst den Schulbus nicht klauen, Nacht-Ninja. Wie sollen die Kinder denn nach Hause kommen? Wen interessiert das? Ihr Pyjama-Helden schnappt mich immer mit euren fiesen Fahrzeugen. Aber jetzt habe ich mein eigenes. Und es wird das schnellste, coolste und stärkste Fahrzeug überhaupt. So schnell wie das Gecko-Mobil wird es nie sein. Oh, es ist viel besser als das schleimige grüne Ding, in dem du dauernd rumschlängelst. Niemals! Kann es denn an einer Wand kleben bleiben? Tarnung aus! Wahrscheinlich nicht. Aber an Wänden zu kleben ist doch doof. Vor allem, wenn es mit Klebeklatschern festgeklebt worden ist. Du mieser Ninja! Ninjalinos, nur ich darf böse lachen. Siehst du, Eidechsenfuß? Du und dein popliges Gecko-Mobil, ihr könnt mich nicht aufhalten. Gecko! Alles okay? Warum bist du einfach ganz allein abgehauen? Wenn du in Schwierigkeiten bist, können wir dich nicht beschützen. Ich brauche keine Beschützer. Ich bin selbst groß und stark genug. Los, Pyjama-Helden, stoppen wir diese Boxhandschuhe. Super Katzensprung! Und ich sorge dafür, dass Romeo nicht sieht, was wir tun. Hey, was machst du da draußen? Das wirst du bald merken. Was? Und jetzt werde
werde ich deine Maschine ein bisschen umbauen. Super Gecko-Muskeln! Ja! Ups! Pass auf, Gecko! Er rutscht ab! Super Eidechsengriff! Cooles Chamäleon! Schaut! Das Teil von Romeos Bulldozer wird zu einem tollen Springstock! Das ist ein Sprungdozer! Ich werde meinen Bulldozer reparieren und es euch zeigen, ihr Plagegeister! Mein Umhang klemmt fest! Er ist schnell, aber ich kann auch schnell sein mit meinem Sprungdozer! Haltet durch, Eulette! Ich komme und rette dich! Hä? Catboy, was machst du da? Ich bin der wie eine Katze springen kann, Gecko. Deswegen bin ich der Beste darin. Was? Du hast doch gesehen, dass ich es kann. Und los geht's. Catboy, auf zur Rettung! Catboy, ich muss dieses blöde Ding hier rauskriegen. Ja! Nein! Catboy, auf zur... Catboy, auf zur... Okay, Catboy, jetzt lass mich! Ah, mein Bulldozer geht wieder! Bald werde ich die ganze Welt mit meinem Schniefopuff vollstinken! Schniefopuff, Igitt! Stopp den Pyjama-Helden! Mach ich, Eulette! Sobald ich dich mit dem Sprungdozer abholen kann! Hä? Schlitternde Schlange, Catboy, lass mich das machen! Du hast gesehen, wie schwer es ist, Gecko! Überlass es lieber mir. Aber du warst der, der runtergefallen ist. Ich weiß und ich will nicht, dass dir das passiert. Ah! Super Katzentempo. Gib das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin. Ich stecke fest. Niemals. Ich kann bei Tag nicht zum Jane Houston-Konzert gehen. Also soll das auch sonst niemand können. Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Ton. Schnell, Luna Girl hinterher. Leute, wartet. Ich steck fest. Ich brauch Hilfe. Ich will die Karte haben. Ich helf dir. Aber ich will sie auch. Super Gecko-Muskeln. Alles okay, Eulette? Ja. Super. Und wer hilft mir jetzt, Luna Girl zu schnappen? Hörst du irgendwas, Catboy? Vielleicht ein kleines Vöglein, das dir zwitschert, wem du die zweite Karte geben sollst? Eine schwierige Entscheidung. Naja, ihr seid beide meine Freunde. Was ist das? Cool, das ist deine Funkelblitzspielfigur. Oh, die habe ich schon überall gesucht. Aber du kannst sie so lange behalten, wie du willst. Danke, das ist sehr lieb. Nicht wahr, Gecko? Ich räume dein Zimmer auf. Einen Monat lang. Wow, danke. Ziemlich nett von ihm, oder, Eulette? Da gibt es kaum was Besseres. Und wenn, dann müsste es schon etwas sehr Tolles sein. Wie zum Beispiel den Eulengleiter fliegen zu dürfen. Ja! Fliegen ist echt katzenstark. Das wird schwer zu toppen sein, Gecko. Eulenaugen! Das ist Luna Girl! La 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 la. Oh je, die berühmten Pyjama-Helden zanken wie Katz und Eule! Super Katzenhüpfer! Der großartige Catboy schnappt sich den peitschenden Schwanz des furchterregenden Dinos. Wow. Ich schüttel dich schon ab, du ängstliche Mieze. Wow, 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 wow. Ach du meine. Wow. Wow. Oh, er braucht eindeutig Hilfe. Super Eulenflügel. Spiel.
Spiel. Ja! Wie wäre es mit einem Dino-Ritt nach Gecko-Art? Du tollpatschige Eidechse! Lass mich runter! Und jetzt Landeanflug! Geschafft! Gute Arbeit, Pyjama-Helden. Eulette, du schlägst gar nicht ein. Bei uns ist alles gut, oder? Nur weil wir Romeo besiegt haben, ändert das nichts dran, dass du mich vorhin erschreckt hast. Nein, aber ich habe mich doch entschuldigt. Und so gruselig war es doch gar nicht. War es doch. Okay, aber können wir uns nicht wieder vertragen? Tut mir leid, nein. Warte, Eulette, bitte! Das ist Meister Fangs Schwert, Nachtninja. Gib es zurück! Och, da ist das süße kleine Kitzekätzchen. Das kannst du sowas von vergessen. Ich kann dieses Schwert viel besser gebrauchen als dieser nutzlose Meister Fang. Und meine Sendung ist auch viel cooler. Okay, Catboy, wie lautet der Plan? Super Katzentempo! Catboy! Ihr PJ Masks seid heute aber alles andere als in Bestform. Catboy ist so wütend, dass er uns nicht mehr seinen Plan verrät. Was sollen wir seiner Meinung nach tun? Ich weiß es nicht. Legen wir einfach los. Super Gecko-Tarnung. Vorwärts, Ninjalinos! Nein! Flatternde Federn! Klebeklatscher! Zeit für meine ninja-tastische Fernsehsendung. Aber nicht für euch Pyjama-Helden-Statuen. Ihr könnt sowieso nicht applaudieren. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach, ist das so? Na dann schaut mal gut zu, wie das geht. Ciao, ciao. Nach links. Nach rechts. Ich werde euch befreien. Danke, Eulette. Dieser fiese Ninja! Bitte beruhige dich, Catboy. Was wir brauchen, ist ein Plan. Ja, bleib cool. Wie Meister Fang. Er wird niemals wütend. Ja, das ist, weil ihm wurde auch noch nie sein Schwert gestohlen. Ich wette, er ist gerade genauso wütend wie ich. Na los, gehen wir. Los, los, los. Durch Greg und Amaya. Der unglaubliche Catboy kommt und holt euch zurück. Super Katzentempo. Bestimmt ist Catboy schon auf dem Weg hierher, um seine Freunde zu retten. Seid also wachsam. Schau, sie haben den Katzenflitzer gestohlen. Was haben sie ihm angetan? Wir durften ihm nicht helfen. Aber wir können, auch ohne Superkräfte. Nicht, wenn wir eingesperrt sind. Gib mir deine Haarspange, ich schraube den Käfig auf. Wir zerlegen ihn. Leute, was macht ihr da? Ich schraube ihn auf, damit wir raus können. Versucht nicht zu flüchten. Ohne eure Kräfte ist es hier oben sicherer. Wir haben es fast geschafft. Nur noch eine Schraube. Und wir brauchen dafür keine Superkräfte. Nein, wartet. Erst hole ich eure Pyjamas zurück. Catboy, schnapp ihn, Robo-Eule. Ups. Catboy, sie haben uns erwischt. Keine Sorge, ich locke die Roboter weg von euch. Superkatzensprung. Aber ich habe immer noch die hier. Ha, ha, ha. Oh, er hat die Supergecko-Tarnung verwendet. Aha, ich dachte, sie sei verloren. So nett von dir, genau das zu finden, was ich brauche, Catboy. Nachdem ich das fehlende Stück habe, aktiviere ich meine Robocat. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Die Pyjama-Helden sind am Ende, am Ende. Ich muss etwas unternehmen. Ja! Toll gemacht, Catboy. Lass uns raus, dann können wir dir helfen. Ihr braucht eure Kräfte. Ich hole eure Pyjamas. Ich guck nur von unten, ob's Gecko gut geht.
Also Leute, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal an der Stange festhalten. Natürlich kannst du das nicht. Dank mir hast du jetzt Flutschfinger. Dann macht also der Strahl tolpatschig. Das ist nicht irgendein Strahl, sondern der genialste Tollpatschig-Strahl aller Zeiten. Oh nein, er hat Gecko verstrahlt. Ja, weil du nicht zugeben willst, dass er dich auch erwischt hat. Er ist wegen deinem tollpatschigen Fahrstil aus dem Katzenflitzer gestiegen. Was? Ich und verstrahlt? Niemals. Seht euch meine geschmeidigen Katzenbewegungen an, während ich den Strahl ausschalte. Super Katzentempo. Nein, Catboy, warte! Vielleicht wurde er doch nicht verstrahlt. Super Katzen! Wow. Hey. Wir müssen sie vor dem Strahl schützen. Sie ist die Einzige, die noch nicht getroffen wurde. Und ich natürlich. Aber wir gehen es an. Ich lenke den Strahl um mit diesem Schild. Flutschfinger! Ich helfe dir. Für mich ist das leicht, weil ich ja nicht tollpatschig bin. Geht's allen gut? Ja. Was? Nein! Jetzt bist du auch tollpatschig, Spatznerv! Mein Strahl hat dir den Dreidreher verpasst. So kannst du nie wieder auf einer geraden Linie gehen. Ich kann nicht mal geradeaus fliegen. Oder anhalten. Das ist eine Katastrophe. Ihr zwei seid echt tollpatschig. Wie kriegen wir euch nur entstrahlt? Warum gibst du nicht einfach zu, dass du auch tollpatschig bist? Weil ich es nicht bin. Ich bin geschmeidig wie eine Katze. Tolle Farben, kleiner Schmetterling. Welche von meinen Farben gefallen dir? Diese hier oder diese hier? Das dauert alles zu lang. Was wir brauchen, ist Superkatzentempo. Hey, der Schmetterling ist... Hab dich! Was? Das ist echt grob von dir, Catboy. Lass ihn raus, er fühlt sich da drin nicht wohl. Aber so kriegen wir ihn am leichtesten heim. Und da sind noch mehr einzufangen. Schaut! Okay, jetzt versuchen wir, denen zu helfen. Komm schon, flieg hierher. Ja, kommt! Mögt ihr rot oder grün, blau oder von allem was? Super Katzentempo! Einer und zwei. Drei! Ja! Bei meinen Katzenschnurrhaaren, ich werde gut. Catboy, kannst du nicht sanft sein? Die Schmetterlinge fühlen sich erbärmlich. Ich will ihnen doch nur helfen. Also, wo ist Luna Girl mit den anderen? Hey, seht! Sind das nicht ihre Motten? Fliegt weg, ich brauche euch nicht mehr. Komm, PJ Masks, los geht's! Mickrigen Motten habt's voll vergeilt. Ich probiere die Schmetterlinge als meine neuen Handlanger aus. Ihr werdet nirgendwo hinfliegen, meine hübschen Schmetterlinge. Nicht so schnell, Luna Girl. Die Pyjama-Helden sind gekommen, um die Schmetterlinge zurückzuholen. Oh, also gut, Motten. Das ist eure letzte Chance. Schafft die Pyjama-Plagegeister weg. Wow. Deine Motten sind sehr fleißig, aber mit meinem neuen Leben kannst du mich nicht aufhalten. Alles okay, Gecko? Ja, aber holt die Marionetten. PJ Masks, Rettungsaktion, Super Katzentempo. Schnappt sie, Motten. Eulenflügelwind. Motten, was soll das? Gut gemacht, PJ Masks. Wie geht's den Marionetten? Gut, aber Cameron nicht. Wir haben ihn zurückgelassen. Wir dachten, du bist in Gefahr. Wer ist Cameron? Ich wollte die Marionetten zurückbringen. Was macht Cameron denn hier? Wer ist Cameron? Er schlafwandelt. Wer ist Cameron? Er muss zurück nach Hause. Ja, er braucht unsere Hilfe dringender als die Marionetten. Wer ist Cameron? Er wäre bestimmt eine großartige Marionette. Sie wird ihn aufwecken. Stoppen wir sie. Werft die Marionetten nicht auf die Erde. Seht doch, wie toll sie sind. Oh ja, Marionetten. Tanzt und winkt meinen Freunden zu. Bleib zurück, Luna Girl. Weck niemals einen Schlafwandler auf. Vielleicht wecke ich ihn nicht auf, aber ich werde mit ihm spielen.
Willkommen zu Luna Girl, Marionettenjunge. Nein! Aus dem Weg! Gecko, leg die Marionetten weg. Wir brauchen dich. Ich bin gleich da, Leute. Also gut, Marionetten. Ich muss jetzt meinen Freunden helfen. Jetzt gehört er mir. Super Eulenflügel! Super Katzensprung! Hab dich, Schnarchi! Genau so. Setzt euch hin. Schön gemütlich. Okay, ich komme. Seht ihn euch an. Er sieht aus wie ein betrunkener Dinosaurier. Ein schnarchender Dinosaurier. Ich nenne ihn ab jetzt. Schnarchosaurus. Wow, Luna Girl kann das gut. Sie bewegt ihn wie eine Marionette. Gecko, wir brauchen den Mondmagneten, aber wir dürfen Cameron nicht aufwecken. Es gäbe kein Problem, wenn du nicht mit den Marionetten rumgespielt hättest. Machst du mit? Ja, natürlich. Entschuldigt. Okay, bereit, PJ Masks? Hä? Ups, nicht vergessen, Eulette. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde, ihr wisst schon, warten. Ja. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Ja. Super Katzensprung! Ha. An der Reihe. Locker und lässig. Das war gut, Eulette. Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo. Gecko, los, blockier den Turboschienenleger. Stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor.